Ja, ich bin froh, wieder auf dem Platz zu stehen. Ich habe natürlich sehr den Urlaub auch genossen. Ich glaube, den habe ich mir auch verdient nach einer harten und langen Saison. Aber ich bin natürlich umso froher, dass ich wieder gesund und fit bei der Mannschaft bin, normal trainiere, auch sehr gut drauf bin und es macht Spaß, mit der Mannschaft Fortschritte zu machen. Ja, erstmal habe ich ja ein bisschen länger gespielt als die anderen und habe natürlich auch ein Trainingslang mit der Nationalmannschaft hinter mir. Von daher war ich jetzt nicht komplett unfit. Aber ich habe natürlich auch im Urlaub die Zeit genutzt, um ein bisschen ins Lauftrainingslager einzusteigen, also für mich persönlich. Und deshalb bin ich schon ganz gut drauf. Ich habe natürlich hier auch ein paar Läufe mitgemacht, von daher denke ich, bin ich auf einem ganz guten Level schon. Wir haben viele junge Spieler in der Mannschaft, aber das sind auch junge, hungrige Spieler, die auch sich weiterentwickeln möchten. Und man sieht, dass jeder in die Mannschaft drängt und sich jeder versucht, dem Trainer anzubieten. Und das ist wichtig. Konkurrenz ist wichtig innerhalb einer Mannschaft. Und so kommen wir auch als Mannschaft weiter. Und ich glaube schon, dass wir auch, wenn wir weiter so machen und auch noch ein zweites gutes Trainingslager hinter uns bringen, dass wir auch gut in die Saison starten werden. Jetzt gab es in letzter Woche viel Spekulation um das Kapitänsamt. Du bist jetzt noch Kapitän. So. Bleibst du das auch? Hast du da mit dem Trainer schon gesprochen? Ich bin der aktuelle Kapitän, das kann ich sagen. Natürlich hat letzten Endes der Trainer die Entscheidung, aber ich weiß, dass ich im Moment der Kapitän bin und alles andere wird sich, denke ich, zeigen. Aber ich denke, ich muss mir da keine großen Sorgen machen oder keinen großen Kopf machen, weil ich lebe im Hier und Jetzt und jetzt bin ich Kapitän und alles andere spielt für mich keine Rolle. Natürlich hat der Trainer in dem Sinne recht, dass er gesagt hat, 10% muss ich drauflegen, das weiß ich auch. Ich habe natürlich aber auch verletzungsbedingt so oft Pause machen müssen, dass ich auch leider auch nicht in meinen Rhythmus gekommen bin. Aber ich glaube, wenn ich jetzt auch eine normale Vorbereitung spiele, dann bin ich so weit fit, dass ich die 10% auch raus habe und dann werde ich auf jeden Fall auch auf den Platz stellen. Ich habe ganz klar gesagt, dass ich natürlich mein erstes Ziel verfolge, als Innenverteidiger aufzulaufen, aber wenn der Trainer im Laufe der Vorbereitung ein besseres Gefühl hat, wenn ich als Rechtsverteidiger auflaufe, dann ist es auch so, dann bin ich so Teamplayer, dass ich dann auch so eine Rolle annehme. Aber ich habe natürlich auch ganz klar gesagt, dass ich als Innenverteidiger auflaufen möchte. Revier Sport, die Sportzeitung.